They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu InSound Mind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben hier ein psychologisches Horrorspiel aus dem Hause WeCreate Stuff. Und ich scheiß mir jetzt schon in die Hosen. Ja, aus dem Hause WeCreate Stuff, Publisher ist Modus Games. Ihr habt es gerade schon im Intro gesehen. Und ich weiß tatsächlich noch nicht viel darüber. Außer, dass wir, wo auch viele Geister von ehemaligen Patienten des Psychotherapeuten Desmond Wales treffen. Das war eine kurze Beschreibung dazu. Erhältlich ist es für PlayStation, Xbox, PC und die Switch. Heute rausgekommen. Und ich bin echt mal gespannt, was uns erwartet. Und hoffe einfach, dass es nicht so extrem horrormäßig wird, dass ich mir hier mehrmals pro Folge die Buchse wechseln muss. Ja, ich war gerade echt erschrocken über den kleinen Knacks. Ich habe natürlich schon mal kurz angespielt, um die Einstellung zu checken. Aber ich bin auch noch nicht außerhalb dieses Entsorgungsraums hier gekommen und vor uns hat es nicht geknackt. Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen. Also, die Neugier hat die Katze nicht getötet, er hat sie getötet. Die Neugier hat sie nur zu ihm gebracht. Eine Katastrophe. Vergessen Sie das Leben, wie Sie es kannten. Alle Zeichen deuten auf eines hin. Bleiben Sie drinnen. Und bleib mal hier, oder? Bringen wir noch die restlichen 17 Minuten rum. Let's play zu Ende. Irgendwas ist da oben. Also, das ist nicht der Weg. Wir kommen... Was ist das? Ich schwöre wirklich, ich habe gerade ein paar Minuten hier drin verbracht, um halt die Soundeinstellungen und alles drum und dran zu testen und es hat nicht so gehämmert oder geknackt oder was auch immer. Ich würde gerne nochmal mit euch nach draußen schauen. Irgendwie Hochwasser. Also rausgehen sollen wir nicht und irgendwas knackt die ganze Zeit. Ich habe echt Angst. Mit E können wir sammeln. Das habe ich verstanden. Aber das da oben kriege ich nicht gesammelt. Nee, ist irgendwie nicht gedacht, dass wir da jetzt schon rankommen. Nee, auf keinen Fall. Okay, dann lasst uns mal weitergehen. Ich denke mal, wir kommen hier lang. Versorgungsgang. Scheint erstmal sicher zu sein. Mach lieber mal wieder hinter mir zu. Da fühle ich mich einfach sicherer. Irgendjemand klopft hier. Mit abgeschlossenem... Geile Übersetzung. Objekt interagieren. Ich habe ja echt Angst, ne? Also ich sag's nur mal so. Ein richtiges Horror-Let's Play hatten wir bisher noch nicht. This looks weak. Oh oh. Was denn jetzt? Lag das jetzt an dem Zeug? Sieht halt auch nicht so unbedingt aus, als sollte man da reinlatschen. Boah, ich hab echt Schiss, ne? So, wir gucken mal. Lager. Ah, jetzt kommen wir hier ran. Kann ich das irgendwie einschlagen? Kann ich nicht. Weiß zumindest nicht wie, aber dahinter war dieses Teil, was wir einsammeln konnten. Hier ist erstmal nichts weiter. Wir
können hier auch nicht wirklich irgendwas einsammeln. Doch hier oben. Müssen wir doch nochmal hier hochklettern. Geil, wir haben eine Taschenlampe. Eine alte Taschenlampe, hoffentlich gibt es genug Batterien in der Gegend. Das kommt gelegen, würde ich auch sagen. 74% noch. Wie mache ich die an und aus? Rechtsklick. Mehr haben wir aktuell noch nicht. Kann ich damit zuschlagen? Auch nicht. Könnte das vielleicht mit etwas zerbrechen. Hm. Möchte nicht ganz so viel Batterie verbrauchen. Aktuell geht es ja noch von der Helligkeit. Die Taschenlampe kann ich anscheinend nicht benutzen. Vielleicht müssen wir doch nochmal in einen anderen Raum. Stand der Stuhl gerade eben schon? Oh Gott, jetzt schon voll erschrocken. Er stand gerade eben noch nicht. Sonst hätte ich das Ding ja gesehen. Hallo. Anscheinend hat uns jemand begrüßt. Boah, ich habe so Schiss, um die Ecke zu gehen. Ah, das ist diese komische Brühe, die hier unten rumliegt. Arbeitszimmer. Alte Flasche. Ich hoffe jetzt einfach mal ganz stark darauf, dass sich das Spiel jetzt nicht dachte, komm, direkt am Anfang jagt man dem hier komplett Schreck ein. So, das ist das Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, wo wir sind. Es geht, wie gesagt, um einen Psychotherapeuten namens Desmond Wales. Keine Ahnung, ob das irgendwie der Keller einer alten Praxis ist. Kellergeschoss. Lass mich mal auf den Tisch. Okay, auf den Tisch dürfen wir nicht. Leider sehr, sehr klein. Aufzugflur kann ich lesen. Ich habe was gehört. Vor allem, ich wollte nicht so viel Taschenlampe verschwenden. So, Sie sind hier, wir sind dort. Arbeitszimmer. Von hier sind wir gestattet, Entsorgungsraum und im Lager waren wir gerade auch. Jetzt geht's hier noch in den Aufzugflur, in den Heizraum. Der Rest ist alles relativ klein geschrieben, das kann ich von hier nicht so gut lesen. Ah! Oh, sehr gut. Hätte ich mal eher drauf kommen können, eher sehen können. Ach, das macht die Lage gleich schon wieder viel entspannter. Die Werkbank steht allen Mietern zur Verfügung. Außenanwendung nicht gestattet. Die Verwaltung trägt keine Verantwortung für selbst zugefügte Verletzungen. Vorsicht! Entfernen Sie keine Werkzeuge aus diesem Raum, der Hausmeister. Wahrscheinlich mal jemand Werkzeuge klaut. Gab es erstmal einen fiesen Zettel. Okay. Finde heraus, was los ist. Ist wahrscheinlich unsere aktuelle Quest. Na gut, wir haben halt gerade nur eine Taschenlampe. Was willst du da draus basteln? Okay, das ist... Ey, dieses Klopfen macht mich wahnsinnig. Gut, also anscheinend gibt es auch ein Crafting-System. Ich habe wirklich noch gar nichts dazu gesehen. Ich weiß, dass eine Demo schon mal draußen war. Vor nicht so langer Zeit. Okay, für die Flurtür... Wir haben noch ein bisschen Batterien gefunden. Perfekt. Ich mache es nur ein bisschen wahnsinnig, dass ich nicht schlagen kann. Ich würde gerne mit der Taschenlampe oder irgendwas schlagen können. Fühle ich mich gleich etwas sicherer. Feuerlöcher brauchen wir nicht. Da oben sind wir nicht rangekommen. Ich weiß auch nicht, mit was ich das zerbrechen soll. Und hier durchspringen möchte ich irgendwie nicht. Hier steht ja auch Danger. Und da ist auch so ein Hazard-Logo drauf. Ich glaube, wir sollen hier noch nichts machen. Ich hoffe es. Feueralarm könnten wir auslösen. So könnten wir nicht. So. Doch, wir haben Flurschlüssel. Oh oh. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter, oder? Weil jetzt hier durch die Brühe laufen ist nicht so geil.
Weiß nicht, ob wir ganz kurz so schnell rüber und Nee, ich glaube, das ist nicht der Plan. Wir können ja auch die Bretter dort mit nichts zerbrechen. Wir konnten ja gerade eben schon nichts zerbrechen mit irgendwas. Nochmal ein paar Batterien. Oh geil, mit der Maske kommen wir durch. Ach, verdammt. Gasaustritte können gesundheitsgefährdend sein. Falls Sie ein Gasleck im Heizraum riechen, sehen oder hören, verlassen Sie sofort das Gebäude und benachrichtigen Sie mich. Die Tür ist zu. Das heißt, wir brauchen noch einen Schlüssel. Aber wir müssen unbedingt an die Maske rankommen. Dann können wir wahrscheinlich auch davon in dieses Hazard-Zeug und können uns irgendwas holen. Alter Aufzugsschacht. Aber leider nirgendwo. Doch, hier ist ein Knopf zum Rufen. Noch eine Batterie. Ja, natürlich. Boah, ich kletter da jetzt nicht unten drunter. Nee. Da gucken wir erstmal, was wir sonst noch machen können. Regeln für das Kellergeschoss. Der Keller ist rund um die Uhr für Mieter geöffnet, keine Gäste. Die Verwaltung übernimmt keine Haftung für Dinge, die in Hosentaschen vergessen und beim Waschen zerstört wurden. Werkzeuge aus der Werkbank müssen im Werkraum verbleiben. Was im Keller vergessen wurde, bleibt dort, bis sie es wieder abholen. Okay. Ist die Frage, warum steht überall Mieter? Ist das einfach ein irgendwie ein Hotel, Mehrfamilienhaus? Mehrfamilienhaus nicht, aber irgendwas, wo man sich einmieten kann? It's unrealistically durable. Ist unfassbar haltbar. Okay, also wir kommen nicht durch. Jetzt sind wir im Waschraum. Gucken wir mal, ob irgendjemand ein paar Cent in der Hosentasche vergessen hat. Würde ich mir direkt mit euch teilen, wenn ihr nichts verratet, dass ich die gemobst habe. Einige der Waschmaschinen hatten in letzter Zeit einen Kurzschluss. Glücklicherweise laufen sie mit Universalsicherung. Trotzdem bitte ich Sie, sie nicht selbst zu reparieren. Rufen Sie mich, wenn etwas nicht stimmt. Der Hausmeister lässt auf jeden Fall verdammt viele Zettel da. Die dreht hier ohne irgendeine Wäsche drin. Von der Firma Shinitsu. Okay. Tut mir leid, Hausmeister. Ich hab mir hier mal eine Sicherung gemopst. Hier ist ein Gang, hier können wir hinten durchlaufen. Boah, ich möchte nicht hier hinten durch, ehrlich nicht. Ich würde sagen, wir probieren erstmal die Sicherung aus. Damit werden wir bestimmt irgendwie den Aufzug reparieren können. Ach, der Gang kommt vielleicht hier unten raus. Ich traue mich jetzt einfach mal. Schnell wieder raus. Nein, ich komme nicht raus. Jetzt. Haben wir es repariert? Haben wir es überhaupt reingepackt? Wir haben es nicht reingepackt. It's a fuse box. Ah, jetzt. Ah, ah, oh Gott. Okay, es hat das Ding hier aufgebrochen. Ich bin natürlich erstmal schön nach oben gesprungen, habe voll meinen Kopf dran gerammelt. Alles klar, Aufzug ist repariert. Dann war es sogar richtig, dass wir nicht gleich hier durchgegangen sind. Das heißt, wir kommen nach oben und finden hoffentlich oben irgendwo einen Schlüssel für die Tür hier. Dann lasst uns mal hochfahren. Wo sind wir? Sind ja wahrscheinlich gerade in B. Der Knopf fehlt, na super. Dann fahren wir halt erstmal in die 2. Ich hoffe, dass wir in B waren. Oh Gott, was war dort? Ja, wir müssen in B gewesen sein, weil wir sind ja gerade eine Etage. Wir haben ja gerade eine Etage übersprungen. Erkunde den ersten Stock. Nee, wir sind noch in der 2. Das verwirrt mich gerade. Wir sind ja eine Etage, da sind wir vorbeigefahren. Da stand auf jeden Fall irgendjemand oder irgendwas.
Nicht lecken. Kann ich gar nicht leiden, wenn ich plötzlich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich gucke. Da hinten ist anscheinend ein Fenster offen. Ja, komisch. Es stand jetzt als Quest da, erkunde den ersten Stock. Den ersten Stock sind wir aber nicht gekommen, weil der Knopf gefehlt hat. Ist das eine Katze? Ist das die Katze da hinten? Ich glaube, da sitzt eine Katze auf dem Fensterbrett und es ging ja vorhin um eine Katze. Irgendwas lief doch gerade hier lang. Habt ihr es gehört? Oh Gott, ich hab Schiss. Ja, irgendwie auch ganz komische Bilder hier an den Wänden. Ach, das Bild hat sich verändert. Boah, schrei mich nicht an. Hier war doch gerade irgendwas anderes, ganz komisches. Ja, also irgendwas hat sich gerade getan. Kein Anschluss unter dieser Nummer. There's no one out there. Warum läuft er jetzt so langsam? No one is picking up. Okay, weil er anscheinend noch das Telefon in der Hand hatte. Batterie. Boah, ich habe in solchen Spielen auch immer so mega dolle Schiss, mich rumzudrehen. Kennt ihr das? Wie jedes Mal Angst habt, dass auf einmal irgendwas dasteht. So, wir gucken mal aus dem Fenster raus. In Sound Mind. Gerade in solchen Momenten, wenn du dich dann rumdrehst, kommt immer irgendwas. Fress ich doch die Taschenlampe. Nee, falsche Seite. Entschuldigung. So. Ja. Ich wette mit euch, irgendwas kommt. Nein, es kommt nichts. Danke, liebes Spiel. Ach, da hat sich gerade was bewegt auf dem Boden. Es kann sein, dass vielleicht nur irgendein Objekt war, was gerade noch nicht richtig geladen war. Also das Spiel weiß auf jeden Fall schon, wie es mir ordentlich Angstschweiß auf die Stirn treibt. Wir machen erstmal wieder zu. Dein Büro. Meins, okay. Oh, doch jemand am Telefon. Hallo? There he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath. As you try to make sense of your reality and the gravity it carries. Pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wales. I will have all of you. Okay, also sind wir Desmond Wales? Der Psychotherapeut, weil es stand ja auch da, dein Büro. Und der natürlich anruft, wenn wir hier den Raum betreten und sagt zu uns, wir sind das, dann werden wir das wahrscheinlich sein. Also war das hier mein Büro? Mit Mietern ist wahrscheinlich trotzdem hier einfach diese Psychotherapiepraxis gemeint. Vielleicht so eine Art wie Krankenhaus. Oder geschlossene Anstalt. It's my tape player. Das ist mein Kassettenrekorder. Ich habe leider nichts zum Reintun. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Gibt's anscheinend noch einen Schrank oder vielleicht auch eine Geheimtür? Können wir den nochmal zurückrufen? Leider nicht. Kaffeetasse nicht weggeräumt am letzten Tag. Schweinerei. Jedenfalls alles sehr komische Gemälde. Wir haben es kurz nach 11:30. Obwohl der Zeiger auch gerade wieder ein Stück zurückgegangen ist. Wird die Uhr wahrscheinlich schon längere Zeit hängen. Certificate of Error Duation. Ist richtig gelesen? Ich hoffe. Diploma. Also wir haben auf jeden Fall promoviert für den Job.
Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss hier im Büro. Ich bin echt gespannt, was die nächsten Folgen auf uns wartet. Wie lange es noch dauert. Ach, das war bestimmt unsere Mizi. Die Tonia. Oh, der Schweinepriester hat ja was getan, ne? Das gibt Rache. Nichts geht über meine Katze. Ja, und dann sehen wir uns morgen 16 Uhr wieder. Ich werde die Folgen jetzt immer 16 Uhr hochladen. Das ist noch nicht ganz so spät, da habe ich nicht so dolle Angst, wisst ihr? Nein, ich nehme sowieso immer schön früh auf, wenn ich noch völlig verschlafen bin. Außer heute, die Folge, die kommt jetzt mal abends, weil das Spiel halt erst heute Nachmittag rauskam. Aber ansonsten sehen wir uns dann immer 16 Uhr wieder. Ich hoffe, euch gefällt's. Mir bisher auf jeden Fall soweit schon mal ganz gut, aber ein großes Bild kann man sich natürlich noch nicht von machen. Ja, und dann würde ich sagen, bis morgen. Macht's gut.